Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Bücherwoche von mir. Ja, ihr hört es schon, es ist mal wieder der Hals. Ja, ich habe ein bisschen geschwollene Mandeln, es drückt auch so ein bisschen auf die Ohren. Deswegen klinge ich so ein bisschen komisch. Nichtsdestotrotz möchte ich heute diese Bücherwoche drehen, weil es gibt sonst auch keine andere Möglichkeit in dieser Woche das zu tun. Aber wir kriegen das hin. Ihr müsst jetzt einfach das Gekrächze an mancher Stelle ertragen. Ich habe mir auch einen Tee hergestellt. Da werde ich zwischendrin meine Getränkepause machen. Und da ich ja in dieser Woche zwei abgebrochene Bücher von dreien habe, habe ich eh nicht so viel zu erzählen. Ja, es war letzte Woche eine etwas bedrückende Woche. Es ist jetzt nicht unbedingt im nahen Familienkreis oder so, gab es einen Todesfall, der mich doch sehr bedrückt hat und auch noch so ein bisschen nachdenklich stimmt. Und ich war letzte Woche dann doch so an manchen Tagen nicht in der Stimmung zu lesen oder auch Hörbuch zu hören. Ich habe gemerkt, wie meine Gedanken immer wieder so auf Reisen gegangen sind und ich so dachte, es macht gar keinen Sinn, jetzt einfach zu lesen, du packst eh die Hälfte nicht ein. Und ich habe mir dann mit Sherlock weitergeholfen und habe da relativ viel Sherlock letzte Woche geguckt und habe aber dann doch so nach ein, zwei Tagen wieder zu den Büchern gegriffen, beziehungsweise zum einen nach dem anderen. Und ja, die Bedrücktheit hält so ein bisschen an. Es ist einfach immer nicht einfach, finde ich, wenn jemand stirbt, sowieso nicht. Aber es sind dann natürlich auch immer so ein paar Komponenten, wo man sagt, das macht es für einen irgendwie ein bisschen anders oder näher oder wie auch immer. Und mich hat das Bedrücktsein tatsächlich auch ein bisschen an mir überrascht, weil ich damit gar nicht so gerechnet hatte. Aber manchmal weiß man es eben einfach nicht, ne? Wie einen so eine Nachricht einfach mitnimmt. Und dementsprechend waren es im Grunde, ja, war es theoretisch, waren es also ein gelesenes Buch, beziehungsweise ein Hörbuch und zwei Bücher, die ich aber abgebrochen habe. Es könnte man natürlich sagen, vielleicht lag es einfach an meiner Stimmung. Das möchte ich gar nicht abstreiten, aber ich würde sagen, es gibt einfach auch Gründe, warum mir das nicht gefallen hat. Und über die sprechen wir jetzt einfach. Und zwar das erste Buch ist Om Arsch vorbei, geht auch ein Weg von Alexandra Reinwart. Ein Buch, das ich ja geschenkt bekommen habe, was mich aufheitern sollte, was ich extra zur Hand genommen habe, damit es mich aufheitert, was ich dann aber abgebrochen habe. Das zweite Buch ist Morgens Hall von Emilia Flynn. Einer Autorin, aus deren Cover ich im Grunde gestoßen bin, weil es ein Buchcover von Laura Newman ist und ich das eben interessant fand und so dachte, oh, historische Familiensaga, das ist was für mich, wurde leider auch abgebrochen. Und das dritte Buch ist dann das Hörbuch der Woche und das war der zweite Teil von Rat der Neun gegen das Schicksal von Veronica Ross. Da hatte ich ja kurz vorher auch nochmal den ersten Teil gehört, was ja 2 Jahre zurückliegt und habe mich ja in Stimmung gebracht und habe dann das Hörbuch in dieser Woche genossen. Und dann habe ich ein bisschen serientechnisch Night Flyers angefangen. Ich glaube 4 Folgen der Buchverfilmungsserie auf Netflix. Dazu ein bisschen was. Dann natürlich zu Sherlock. Und ich habe das Leseklubbuch hier hoch neben mir liegen, auf dem ich gerade unglaublich drauf geknallt habe, was wir am Sonntag jetzt, glaube ich, lesen. Aber wir starten natürlich wie immer kategorisch, nein, chronologisch mit dem ersten Buch der Woche. Ja, Om Arsch vorbei geht auch ein Weg, ist von Alexandra Reinwart. Es ist, glaube ich, der zweite Teil, man kann es aber wohl unabhängig voneinander lesen und es ist ein Geschenk gewesen von einer Freundin, die der Meinung war, das könnte meinen Humor treffen. Hier muss ich meiner Freundin sagen, leider nein. Ich habe ja auch schon eine Audio dazu gemacht, was ich schrecklich fand. Und sie hat nur gemeint, ja, irgendwie habe ich fast doch damit gerechnet, dass es dir nicht gefällt. Ich selbst bin auf diese Bücher schon immer mal aufmerksam geworden, weil ich den Gedanken, dass eben am Arsch vorbei auch irgendwas geht, ich eigentlich auch immer mal so der Meinung bin, dass man viele Dinge viel zu wichtig nimmt. Und so war ich eben eigentlich sehr gespannt auf diese Buchreihe und fand es auch eigentlich ganz cool, als ich dieses Buch bekommen habe. Zudem haben wir ja hier eine Yogini sozusagen vorne drauf und auch hinten drauf. Und was ja doch so ein bisschen auch zu mir passt. Und ich so dachte, ja, das kann bestimmt witzig sein. Das heißt ja auch, wie man den Sinn des Lebens findet, indem man aufhört, danach zu suchen. Und ich glaube, daran ist einfach auch was wahr. Es soll lustig sein, es soll Humor haben und Witz und
Ja, wie man unschwer erkennen kann, hatte es das für mich nicht. Ich habe, glaube ich, 67 Seiten, ich habe diese Zeichen schon raus, 67 Seiten gelesen, ist ein bisschen mehr als ein oder knapp ein Drittel. Das Buch hat keine 200 Seiten. Es war einfach schwierig. Es ging schon zu Beginn ein bisschen los, dass, als sie so ein bisschen das Thema Achtsamkeit aufbringt und dann eben auch dieses ganze Yoga und diese Spiritualität, dass sie das halt sehr schnell so als esoterischen Quatsch abgestempelt hat. Dass sie das auch extremst auf ihre humorvolle Art durch den Kakao zieht und ich mich persönlich an mancher Stelle durchaus wiedergefunden habe und gar nicht verstanden habe, was jetzt eigentlich so lustig daran ist, dass ich eine Morgenroutine mit Yoga habe, dass ich auch meditiere. Ich habe nicht verstanden, warum man das durch den Kakao zieht und lustig findet. Und ja, ich fühlte mich da manchmal persönlich angegriffen. Ich möchte das vielleicht auch so sagen. Auch ihre ganze Art, wie sie mit dieser scheinbar Esoterik umgegangen ist, fand ich unglaublich frech, sehr klischeehaft und es wirkt auch sehr laienhaft recherchiert. Das muss man wirklich auch dazu sagen. Bei manchen Dingen habe ich gedacht, hast du dich überhaupt mal mit dem Thema beschäftigt, um zu wissen, dass was du da gerade für eine Theorie in die Welt setzt, dass das eigentlich kompletter Humbug ist. Ja, hat sie scheinbar nicht. Sie hat manches ausprobiert. Das war auch noch so ganz spannend, wo ich dachte, naja, vielleicht überzeugt sie sich jetzt irgendwie davon selbst, dass es doch anders ist, als sie erst dachte. Allerdings hat sie nach wenigen Tagen, wenn nicht gar ein, zwei Versuchen, immer beschlossen, ach, das ist nichts, da höre ich jetzt auf und hat eigentlich ihre Tatsache, die sie gefühlt eigentlich widerlegen wollte, dann doch wieder bestätigt gewusst und ja, und ich hatte halt so den Eindruck, dass bei Unbequemlichkeit dann eben auch irgendwie das Experiment beendet wurde, dass sie gar keine richtige Lust hatte, das Experiment durchzuführen. Zudem muss man sagen, was will man wirklich von 200 Seiten erwarten, wenn die zwei, drei Experimente durchführt, dann kann das nicht so lange werden. Es war sprachlich locker, das möchte ich gar nicht abstreiten. Die Autorin hat es sehr locker und flocker und zum Teil auch schon amüsant rübergebracht. Mir war es aber an vielen Stellen zu gewollt komisch. Also ich hatte dann oft den Eindruck, ja, das muss jetzt auch gar raus und obendrauf, damit auch ja alle lachen. Und ich fand es halt dann nicht mehr lustig. Also sie hat meinen Nerv einfach überhaupt nicht getroffen. Und ich fand auch unglaublich, wie viele Klischees sie ausgepackt hat, wie viel sie da hervorgeholt hat, wie sie das beschrieben hat. Und am Ende war sie für mich selbst ein Klischee. Das muss ich wirklich auch einfach so sagen, weil ich dachte, wie ich da so durchgelesen habe und so bei 50 Seiten dachte ich, anstrengend, wo ist der Witz, wo ist der Humor, wo ist die Leichtigkeit, dass eben doch irgendwas hier vorbeigeht. Und das war überhaupt nicht. Also so locker und leicht der Schreibstil war, so wenig locker war die Autorin. Und ich hatte das Gefühl, dass sie sich viel zu ernst nimmt, also dass sie sich selbst ihr Experiment, ihre Gedankengänge viel zu ernst nimmt und eigentlich will sie eine lockere, humorvolle Geschichte erzählen, kriegt es aber für mich überhaupt nicht hin. Also ja, ich kann verstehen, dass man das lustig findet. Ich möchte das gar nicht abstreiten. Ich glaube, dass man darüber lachen kann, dass man wenn man sich selbst gerne auf den Arm nimmt und sich als Klischee schlechthin betrachten möchte, dass man das lustig finden kann. Ich fand's nicht. Also ich hatte sehr wenige bis gar keine Momente des Humors gespürt, gar der Aufheiterung. Ich habe wirklich eher augenrollend und kopfschüttelnd davor gesessen und gedacht, du weißt eigentlich gar nicht, worüber du sprichst und machst es trotzdem. Und nein, damit möchte ich auch gar nicht sagen, dass man immer alles wissen muss, was man schreibt, weil wie soll Tolkien gewusst haben, wie Mittelerde aussieht, die hat er auch nicht gesehen und ist nicht durchgelaufen. Aber dann ist das eben Fantasy und nicht irgendwie Non-Fiction und gar ein Sachbuch. Und ich weiß nicht, wie Menschen irgendwie zu einer gewissen Leichtigkeit kommen wollen mit Humor und Witz, wenn sie dieses Buch gelesen haben. Also meins war es überhaupt nicht. Mir hat es echt nicht gefallen. Ja, wer Augenrollen möchte, das ist ja im Grunde auch vielleicht irgendwie eine Yoga-Übung, wenn man das so möchte, dann ist man hier richtig. Ich kann es nicht empfehlen. Also wer ansatzweise was mit Yoga anfangen kann, mit Meditation, mit Achtsamkeit, wer irgendwie auf diesem Weg vielleicht auch des Minimalismus ist und auf diesem Weg ist, dass er das gut findet, der wird sich hier drin irgendwie auf den Schlips getreten fühlen. Und das meine ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass die Autorin das meint, dass die mich hier jetzt wirklich persönlich anspricht, ganz klar nicht. Aber nee, ich finde, so kann man nicht durch die Welt gehen und ich fand es nicht lustig. Das ist nicht mal ein Buch, das ich verschenke, das, das käme mir nicht auf die Idee. Mir würde auch tatsächlich niemand einfallen, der das irgendwie lustig fand und selbst meine Freundin hat dann, wie sie meine Kritik gehört hat, gesagt, jetzt wo ich so darüber nachdenke,
hat die mich ja auch durch den Kakao gezogen. Und da dachte ich, ja, also wie man es vielleicht auch wahrnimmt. Na, das ist natürlich klar, vielleicht war es auch wirklich einfach dieser Woche geschuldet, dass ich es sehr persönlich genommen habe, sehr an mich habe rangehen, also an mich habe rangehen lassen, dass ich mich da angesprochen gefühlt habe. Meins war es nicht. Leider, leider nicht. Bei dem zweiten Buch kommt die Thematik Zweiter Weltkrieg. Und ja, da kann man schon sagen, Mensch Steffi, das hättest du bei Morgan's Hall eigentlich wissen sollen, können, müssen. Ja, von Emilia Flynn ist Morgan's Hall der erste Teil einer Familiensaga, einer historischen Familiensaga. Der zweite Teil wird jetzt auch im Frühjahr, soweit ich weiß, dieses Jahres erscheinen. Und mir ist dieses Buch damals aufgefallen, weil es Laura Newman gezeigt hat, dass sie das Cover gestaltet hat und ich glaube auch alle anderen zukünftigen Cover natürlich macht. Und so bin ich darauf aufmerksam geworden. Und da ich ja immer wieder ein Fan von historischen Familiensagas bin, ich meine, Schuld ist ja hier die Clifton-Saga, dann über die Hansen-Saga, über die Frauen vom Löwenhof. Es gibt genügend Sagas, die ich letztes Jahr toll fand. Und da dachte ich, ja, greifst du einfach mal zu. Und ja, mir war im Klappentext schon klar, okay, der Zweite Weltkrieg wird eine gewisse Rolle spielen. Und wer mich kennt und meine Videos, der weiß, dass ich so eine gewisse Sperre habe, was dieses Thema angeht. Besonders wie manchmal das Augenmerk auf diese Geschichte gelegt wird, also auf unsere Geschichte, auf die echte Geschichte. Und das ist immer sowas, wo ich manchmal so denke, ha, das ist nicht immer so, dass es meinen Nerv trifft. Allerdings hat die Autorin mir dann gesagt, Mensch, das sie fände es halt trotzdem cool, wenn ich es lese, ne? Weil ich halt so meine Kritik oder mein Gefühl eigentlich erst so geäußert habe, ist das was für mich. Und ich habe es dann probiert, habe aber tatsächlich schon relativ schnell, so nach 100, 150 Seiten eigentlich gedacht, Hab dann aber nochmal mit der Autorin so ein bisschen gequatscht und hab mich dann, glaube ich, doch nochmal 60, 70 Seiten so bequatschen lassen, es auszuprobieren. Aber es wurde irgendwie nicht besser. Und ich habe es dann, glaube ich, bei der Hälfte habe ich es dann abgebrochen. Und weil es ist einfach nicht so richtig meine Geschichte, nicht mein Thema. Es gibt aber sehr, sehr viel Positives. Und ich glaube, damit fangen wir einfach mal an mit dem wirklich tollen Buchcover. Das möchte ich auch einfach mal ansprechen, weil ich finde, dass Buchcover oft zu kurz kommen. Und das ist ja auch eigentlich wirklich irgendwie Kunst. Und gerade im Fall, wenn wir die ganzen Mediengestalter sehen, die wir ja wie Laura zum Beispiel auch wirklich verfolgen können, wie so ein Cover entsteht, wie viel Arbeit dahinter steht, finde ich, dass das hier absolut gelungen ist. Ich finde, man sieht dem Buch nicht an, dass es ein Self-Publisher-Buch ist, sondern es sieht wirklich hochwertig aus. Es hat ein tolles Cover, eine geile Schrift, sieht auch von hinten richtig schön aus, wenn man sich die Bilder anguckt. Und das finde ich wirklich großartig. Zudem muss man auch wirklich sagen, das Thema historische Familiensaga ist wirklich was spannend ist, was mitreißen kann, was auch, auch einen wirklich so mitnimmt und einem selbst eine Zeitreise machen lässt. Und wir beginnen hier, ich glaube, so kurz vor dem Zweiten Weltkrieg und wir treffen auf zwei Jungs oder junge Männer, die im Grunde schon eine große Geschichte erstmal einnehmen, die auch auf eine junge Frau treffen, die einen jüdischen Hintergrund hat. Und ich muss schon sagen, als sich diese Geschichte so anbahnte, dachte ich, das kann halt nicht gut gehen, weil wir wissen, was in der Geschichte passiert. Und ich fand auch tatsächlich den Anfang unglaublich toll erzählt. Also die ersten 100 Seiten, ich fand die sprachlich toll erzählt, bildhaft und wirklich in der Sprache, wie ich mir das im Grunde wünsche bei so historischen Büchern. Man wird mitgerissen, hineingerissen, man wird in die Vergangenheit im Grunde entführt und man ist so wirklich vor Ort. Man hat die Zeit gespürt, die Gespräche der Protagonisten hat man im Grunde erkannt, dass wir in einer anderen Zeit sind und wir konnten uns wirklich ein ganz, ganz tolles Bild davon machen. Das hat Emilia Flynn für mich wirklich perfekt gemacht. Und umso fand ich es dann, dass das Thema doch sehr drückend wurde, düster und auch bedrückend und ich so manchmal einfach so dachte, es war mir einfach dann doch zu schnell irgendwie zu viel Zweiter Weltkrieg. Dieses große Thema, was ja zum Beispiel in der Clifton-Saga eher in den Hintergrund rückt oder selbst bei den Frauen im Löwenhof in Schweden ist das nicht vordergründig, das Thema, wo man dann aber eben einfach spürt, es,
es umgibt einfach die ganze Geschichte und es hat eine große Rolle gespielt. Und ich habe auch so das ein oder andere Problem mit den Charakteren gehabt, mit denen ich nicht so richtig warm wurde, wo ich nicht so richtig wusste, wo geht's hin und warum. Und das war manchmal dann eben auch einfach ein bisschen schwierig, weil einerseits fand ich den Sprachstil von Emilia Flynn wirklich toll. Sie hat mir das plastisch rübergebracht, sehr realistisch und wirklich Bilder in den Kopf gebracht. Gleichzeitig ist das aber auch mein Kritikpunkt, dass es eigentlich zu nah an mich gegangen ist und mich es deswegen bedrückt hat und auch so, ja, verstört ist das falsche Wort, aber so dunkel zurückgelassen hat. Und das waren dann eben auch einfach die Punkte, wo ich gesagt habe, ich komme hier irgendwie nicht weiter. Und wie ich dann auch nochmal mit Emilia Flynn so gesprochen habe oder halt Nachrichten geschrieben habe, ja, ich kann verstehen, warum sie das getan hat und was das für einen Sinn macht, dass das in der Geschichte ist, aber es ist nicht meins. Und ja, das wusste ich vorher, deswegen möchte ich da auch gar keinen Vorwurf oder irgendwas machen. Ich wusste das vorher, ich hätte es einfach besser wissen müssen oder sollen. Aber mir wäre der wunderbare Schreibstil von Emilia Flynn dann auch einfach entgangen. Denn den fand ich einfach toll. Und ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Aber der Schreibstil war einfach großartig. Und der hat mir unglaublich gut gefallen. Und wenn Emilia Flynn diese Morgan's Hall-Saga im Grunde beendet hat, hoffe ich, dass nochmal irgendwas anderes von ihr kommt. Und dann auch was ohne Zweiten Weltkrieg, was ich gerne lesen möchte. Denn vom Schreibstil her gibt es wirklich nichts zu meckern. Außer, dass es vielleicht zu düster war und mich das zu sehr ergriffen hat. Und das Thema ist halt nicht meins. Also ich glaube, selbst wenn jetzt Fitzek anfangen würde oder Stephen King über den Zweiten Weltkrieg zu schreiben, weiß ich nicht. Na, ich habe ja zum Beispiel auch von Eschbach NSA auf dem Hörbuch-Sub, denke mir auch, ja, es ist Eschbach, aber oh, es ist Zweiter Weltkrieg. Und da habe ich so Engelchen und Teufelchen hier sitzen. Und ja, man kann aber nichts gegen seine Sperre. Ne? Das Leben ist manchmal nicht einfach. Ja, also wer eine tolle historische Saga lesen möchte, sprachlich großartig erzählt und kein Problem hat mit dem Zweiten Weltkrieg, wird definitiv bei Morgan's Hall richtig sein. Wer aber mit dem Zweiten Weltkrieg nichts anfangen kann, der wird leider nicht so viel Glück haben. Und das dritte Buch der Woche war dann auch das Hörbuch der Woche, wenn man so möchte. Und zwar Rat der Neun, der zweite Teil gegen das Schicksal von Veronica Ross. Ich habe ja den ersten Teil vor 2 Jahren gelesen, jetzt auch vor kurzem nochmal gehört, weil ich mich ja so in Stimmung bringen wollte. Und ich war vom ersten Teil nach den anfänglichen Schwierigkeiten von ca. 150 Seiten sehr angetan. Und ich muss auch so viel sagen, auch der zweite Teil war sehr, sehr gut. Wir haben, soweit ich das gesehen habe, von den Sprechern zumindest 2 gleiche Sprecher, wenn ich mich recht erinnert habe, beziehungsweise habe ich das jetzt gar nicht so richtig in Erinnerung, ob das jetzt gleich war oder ähnlich. Wir haben unterschiedliche Sprecher, wir haben jetzt 4 Perspektiven, dementsprechend auch 4 Sprecher, was ich sehr cool finde. Gerade beim Hören hat man dann eben durch die Stimme gehört, wer im Grunde gerade die Geschichte erzählt. Es ist ein ungekürztes Hörbuch mit 13 Stunden und ich glaube noch 45 Minuten oder so, also auch einer relativ ordentlichen Zeit. Und es ist auch der Abschluss der Dialogie. Also das Ende des zweiten Teils ist dann auch das Ende dieser Reihe. Und es war ein absolut gelungenes Ende. Das kann man einfach schon mal so dazu sagen. Wir haben in dieser Welt ja so eine Art High Fantasy im Science-Fiction-Kostüm. Wir haben komplett neue Welten, die sich im All wiederfinden. Und wir haben hier eben einen Planeten, wo es 2 unterschiedliche Kulturen gibt. Und wir haben hier ja den Unterschied von denen, die ein Schicksal haben und von anderen, die eben Gaben haben. Und das führt ja so ein bisschen zu Unruhen auf diesem Planeten. Zudem holt sich die Menschheit hier im Grunde die Kraft auch aus dem Fluss, aus dem Strom, der sie umgibt. Und im ersten Teil sind eben einige Charaktere aufeinander getroffen durch Schicksale, durch, wie sie einfach in ihre Geschichte hineingeflochten werden. Wir haben Syra, die Schwester des Prinzen oder Königs des Landes sozusagen ist, die eben durch ihre Adern fließt, im Grunde der Schmerz, den sie dann eben durch jede Berührung weitergibt. Auf der anderen Seite haben wir Arkos, dessen Mutter ein Orakel war und die eben Dinge auch vorhersagen konnte.
Und dadurch, dass so manche Vorhersage so manch anderem nicht gefallen hat, kam es eben zu Unruhen im ersten Teil. Und so sind Arkos und Syra auch aufeinander gestoßen und haben recht schnell gemerkt, dass obwohl sie eigentlich Feinde sein müssten, sie doch viel mehr verbindet, als sie trennt. Und ja, man kann hier natürlich schon eine gewisse, ja, ich sag mal, ja, Romanze erahnen, das aber nicht im Vordergrund gestanden hat. Und der zweite Teil geht im Grunde nahtlos hieran weiter. Ja, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Und wir haben jetzt eben noch zwei neue Perspektiven dazu bekommen. Eie und Sissy. Und ich fand das sehr gelungen, dass wir nicht nur unsere zwei bekannten Perspektiven haben, sondern zwei neue dazu bekommen haben, die uns die Geschichte nochmal aus ihrem Blickwinkel erzählen, aus einem anderen und eben auch aus einer ganz anderen Richtung kommend. Und das hat mir unglaublich gut im zweiten Teil gefallen. Es war weiterhin sehr spannend, sehr packend. Das ist ja mit einem ganz gemeinen Cliffhanger, hat ja Teil 1 eigentlich aufgehört. Es hat mich absolut mitgerissen, dieses Worldbuilding, was Veronica Ross ist, einfach macht, ist großartig. Es ist eine Welt, die unermesslich groß ist, die aber mit so viel Detailverliebtheit erzählt ist, dass man sich die wunderbar vorstellen kann. Auch das Ausmaß kann man eigentlich irgendwie spüren. Und diese Mischung aus High Fantasy und eben Science Fiction und dann diesem Weltraum und dann so ein bisschen Dystopie und eigentlich Jugendbuch, aber doch gewaltvoller als Jugendbuch, und diese Mischung finde ich großartig. Das ist wirklich was ich feiere, was mir schon im ersten Teil wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, und das hat mir auch im zweiten Teil gefallen. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das Lesen des Buches ist um einiges einfacher, als der Geschichte überhören zu folgen. Denn es passieren einfach so viele Dinge auf wenigen Seiten, in wenigen Minuten, dass man das manchmal auch einfach erst verarbeiten muss und gar nicht so richtig so schnell verarbeiten kann. Ich glaube, das wäre lesend einfacher. Das hatte ich mir auch so beim ersten Teil gedacht, als ich es jetzt nochmal gehört habe, wo ich dachte, Mensch, ob du beim ersten Mal hören so, ja, diesen Flow bekommen hättest, den du beim Lesen hattest. Weiß ich nicht. Muss man, glaube ich, einfach ausprobieren. Grundsätzlich macht das für mich keinen Unterschied. Es gibt jetzt kein bevorzugtes Genre oder sonstiges. Ich glaube, es kommt einfach auf die Geschichte an. Umso besser fand ich es eben, dass jede Perspektive eine eigene Stimme bekommen hat. Was ich ein bisschen kritisieren muss, ist, dass es für ein Jugendbuch doch sehr kriegerisch und gewaltvoll ist. Und dass auch manchmal die Handlungen, die ausgeführt werden, nicht so richtig zu den Charakteren passen. Was es für mich gerade im Jugendbuchbereich so ein bisschen schwierig findet. Weil ich glaube, dass dieses kriegerische, brutale doch eher ältere Jugendliche sind. Das schließt sich so ein bisschen an, wie es auch bei Mary Lou und Young Elites war, oder auch Elias und Laia von Saba Tahir. Das sind ja schon so ein bisschen gewaltvollere Jugendbücher, die man, ich denke mal, so ab 15, 16 lesen sollte und nicht schon mit 12, 13. Also das ist, für mich zumindest ist das so. Es war hier manchmal ja fast so, als wäre ich hier irgendwie in Westeros bei Das Lied von Eis und Feuer unterwegs gewesen. Also es sind schon so Dinge passiert, wo ich auch mal so dachte, das war jetzt aber heftig. Und es war mir an mancher Stelle schon ein bisschen auch too much. Allerdings kommt jetzt wieder das ganz Positive, und das sind die Charaktere. Denn Syra fand ich großartig. Ich habe sie im ersten Teil schon geliebt. Ich mochte sie auch im zweiten Teil. Sie ist tough, sie ist stark, sie ist in den richtigen Momenten aber auch weich und hat irgendwie einen Weltschmerz, den sie wunderbar rüberbringt, und sie eben auch selbst durch dieses Hin- und Hergerissene in sich immer so ein bisschen auf kämpferischer Natur unterwegs ist. Das macht sie für mich wirklich großartig. Arkos ist eher der ruhigere, besonnenere und auch der friedliebendere, und diese Mischung von beiden, die sich irgendwie so unterschiedlich sind, aber doch wieder so ergänzen, das hat für mich ganz perfekt gepasst. Das ist wirklich ein wunderbares Charakterbild, wunderbar, wie sie, also wie Veronica Ross Personen erschaffen hat, wie sie die agieren lässt, wie sie Dialoge schafft, wie sie auch die Entwicklung dieser Charaktere vorantreibt. Wirklich ganz, ganz toll. Es gab immer mal wieder so ein paar kleine Längen. Allerdings sind die wirklich von unglaublicher Spannung abgelöst worden, und wir hatten einfach wahnsinnig tolle Dialoge, das muss man ehrlich sagen. Das kann für mich Veronica Ross. Der erste Teil war für mich einen Hauch stärker, weil er überraschender war, weil es auch etwas ganz anderes einfach war. Beim zweiten Teil wusste man ja schon, worauf man sich so ein bisschen einlässt. Nichtsdestotrotz eine wirklich absolute Empfehlung, hat mir unglaublich gefallen, die Dialogie, beide Bücher wirklich zu empfehlen, und
Ja, mir hat die gut gefallen. Ich kann aber die Kritikpunkte gerade beim ersten Teil schon immer mal ein bisschen verstehen, dass Leute einfach keine Lust hatten nach 200 Seiten, wo ich aber sage, da ging es gerade erst los. Aber na, ich weiß ja selbst, wie das ist, ne? Irgendwann hat man auch keine Lust mehr weiterzulesen, wenn irgendwie für einen selbst nichts passiert. Ja, in der darauffolgenden Woche, wobei ja theoretisch für euch ja dann sogar ein, also ja, wir fangen jetzt sozusagen, wenn ihr das Video seht, machen wir es so, ohne meine Verwirrung in meinen Bücherwochenrhythmus irgendwie hineinzubringen. Wir fangen im Leseclub mit Der lange Weg zu einem kleinen zornigen Planeten an von Becky Chambers. Wir lesen auch, glaube ich, knapp 11 oder 12 Tage daran. Also auf jeden Fall mehr als eine Woche. Wir starten Sonntag und es endet dann, glaube ich, Mittwoch oder Donnerstag die Woche darauf. Das heißt, es dauert natürlich dementsprechend so ein kleines Weilchen, bis ihr dann auch was zu dem Buch hören werdet. Aber wer noch Lust hat, mitzulesen, vielleicht das Buch auch tatsächlich zu Hause im Regal hat, der findet unten in der Infobox immer den Leseclub und auch den Robert Harris Lesegruppe. Und ja, das ist jetzt das Büchlein. Ich freue mich sehr darauf. Das ist natürlich so klassische Science Fiction. Ich glaube, es kommt jetzt auch demnächst der dritte Teil raus, weswegen es sich ja eigentlich anbietet, jetzt den ersten Teil zu lesen. Zudem habe ich aufgerufen gehabt im Leseclub hatte ich aufgerufen zum Märzbuch abstimmen. Mir war ja da so ein bisschen, oder mir ist da so ein bisschen nach Fantasy, High Fantasy. Und habe mich jetzt aber dann doch dazu entschlossen, den März auszusetzen in der Lesegruppe, im Leseclub, weil ja dann mittendrin, wo wir sonst immer so lesen, ab dem 19., 20. ist ja direkt die Leipziger Buchmesse. Und ich möchte auf der Buchmesse nicht lesen und ich möchte auch nicht mich da austauschen in einer Gruppe. Das möchte ich live machen vor Ort. Dementsprechend ist jetzt das März-Abstimmbuch dann eigentlich das Aprilbuch. Aber ich glaube, das schaffen wir, kriegen wir hin. Ich habe das auch schon ja soweit kommuniziert, wer drin ist, hat schon gesehen. Und ja, da freue ich mich dann auch drauf, in dem April. So lesen wir im März eigentlich nichts gemeinsam, aber das ist ja auch nicht dramatisch. Ich sage mal, spätestens im Juli gibt es dann hier wieder die klassische Sommerpause. Ja, von daher finde ich das nicht schlimm. Hierauf freue ich mich jetzt aber wirklich sehr, es zu lesen. Ja, serientechnisch hatte ich das Wochenende begonnen mit Night Flyers, einer Serie, die auf Sky läuft, wo ich ja auch vorher von George R. Martin die Novelle gelesen habe, auch eine Science-Fiction-Geschichte, wo ich ja das Buch eigentlich ganz gut fand. Was mich sehr überzeugt hat, war halt auch wieder die Welt, die erschaffen wurde. Auch hier muss ich echt sagen, ich habe jetzt 4 Folgen geguckt, dann nicht mehr. Optisch gemacht ist die Serie wirklich grandios. Also da, diese Weltallstimmung, dieses Raumschiff, das ist wirklich der Hammer, wie das umgesetzt wurde. Allerdings kann ich die Story irgendwie nicht richtig greifen und finde sie auch an mancher Stelle sehr abstrus und absurd. Und ja, deswegen habe ich dann auch irgendwie nicht mehr weitergeguckt. Ich weiß noch nicht, ob ich mich dazu aufraffe und weiterschaue, aber irgendwie war es nicht von der Handlung meine Geschichte, die ich so verstanden habe, als ich sie gelesen habe. Ganz anders, und da kommt jetzt die große Sherlock-Liebe in mir durch, war eben, als das Gedankenkarussell kreiste, habe ich gedacht, was könnte da helfen? Und ich habe Sherlock angefangen, denn bei Sherlock muss ich trotz Unterhaltung und Abschaltens meinen Kopf ein bisschen anlassen. Und das war genau richtig. Denn das Gedankenkarussell konnte dadurch eben einfach gestoppt werden. Ich habe mir weniger Gedanken gemacht, wenn Sherlock lief. Und ich konnte da zwar abschalten, aber mitdenken. Und ich liebe den trockenen Humor von Sherlock und Watson. Und ich liebe einfach diese Serie. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist jetzt das vierte Mal, dass ich die Serie angucke. Ich glaube, im letzten Jahr habe ich sie auch zweimal gerewatcht, wenn man so möchte. Und ich liebe sie abgöttisch. Und ich habe 3 Staffeln letzte Woche, also fast 3 Staffeln in der letzten Woche weggesuchtet. Und ich fand es einfach großartig. Sherlock ist einfach der Hammer. Benedict Cumberbatch ist für mich der perfekteste Schauspieler und auch Martin Freeman ist einfach großartig und Mark Gatiss, der ja sowohl, glaube ich, Produzent als auch den Bruder von Sherlock spielt und über James Moriarty und Irene Adler und Miss Hudson und müssen wir überhaupt nicht sprechen, die sind einfach alle großartig. Ich bin ein absoluter Fan. Ich liebe es von vorne bis hinten, wie der Fall aufgelöst wird, was da passiert, die Bösewichte im Hintergrund, die Gründe für Morde, wie Sherlock das auflöst, wie Watson agiert, wie das alles ineinander spielt. Ich bin einfach absoluter Fan. Ich liebe, liebe, liebe diese Serie und ich bin absolut Sherlocked. Und
ja, ich bin da einfach total im Bann und ich kann dann auch nicht mehr aufhören. Dementsprechend auch fast 3 Staffeln geguckt. Man muss natürlich dazu sagen, dass ja so eine Staffel dann auch nur 3 Folgen hat. Ich glaube, die 3. Staffel hat ja diese Zusatzfolge, die ja dann auch 1880 oder irgendwas spielt. Also ja wirklich den echten Sherlock sozusagen zeigt. Was ich liebe es. Ich finde diese Folge auch einfach grandios. Der einzige Kritikpunkt an dieser Serie ist für mich Mary Watson. Mit dieser Frau kann ich nichts anfangen. Das ist echt so, wo ich denke, warum hat es die denn gebraucht? Weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Und ich habe mir fest vorgenommen, dieses Jahr auch mal Sherlock Holmes von Arthur Conan Doyle zu lesen. Ich habe ja beide Bände, seht ihr nicht, beide Bände hier oben, diese gebundenen Anaconda-Ausgaben vom Anaconda Verlag. Und ich muss einfach mal lesen. Ich muss einfach mal den ursprünglichen Sherlock Holmes lesen, um zu wissen, ob diese Geschichte auch was für mich sind oder ob einfach nur die Serie, ja, die BBC-Serie was für mich ist. Wenn man dann noch bedenkt, dass Benedict Cumberbatch ja auch irgendwie noch in irgendeiner Generation unter Arthur Conan Doyle kommt, das ist ja großartig, ist das nicht geil? Also ja, absoluter Sherlock-Fan und ja, ich kann so viel sagen, mit der 4. Staffel ging es jetzt natürlich dann in dieser Woche weiter. Dazu werde ich dann nächste Woche auch noch ein bisschen erzählen. Und ich glaube, so laut meinem Notizzettel war das auch alles. Ich glaube, es gibt nichts weiter zu der Woche zu erzählen. Und ja, ich hoffe, das Kratzen ging einigermaßen. Ich habe schon gemerkt, ich habe zwischendrin ja 2-3 Mal was getrunken, dann ging das schon. Ja, ich werde weiter Lutschtabletten vor mich hin lutschen und hoffen, dass es besser wird. Und ja, hoffe, es war einigermaßen ertragbar. Und ja, jetzt interessiert mich natürlich, was habt ihr diese Woche gelesen? Seid ihr auch Sherlock Holmes Fan und werdet ihr im Leseclub das Buch mitlesen? Schreibt mir das gerne einfach in die Kommentare. Lasst uns da gerne auch austauschen, egal zu welchem Thema. Und ich freue mich da auf jeden Fall von euch zu lesen. Hoffe, ihr hattet Spaß mit der Bücherwoche. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Eure Steffi.